Hallöchen, ihr Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal. Willkommen zu einem neuen Video, zu einem Food Haul. Ich bin bei Lidl gewesen und bei Teddy und morgen möchte ich noch zu Rossmann und zum Netto, glaube ich. Genau, irgendwie so. So, genau. Das Wetter ist bei uns katastrophal. Das regnet Bindfäden. Das ist Wahnsinn. Deswegen habe ich jetzt auch nur den Lidl-Einkauf gemacht, weil ich war jetzt so klitschenass, dass ich einfach auch keine Lust mehr gehabt habe. Aber ich werde euch jetzt schnell die Sachen zeigen, die ich eingekauft habe. Ausgegeben habe ich, der Einkaufszettel ist klitschenass, 84,90 €. Genau. So. Also der Einkaufszettel ist pitschenass. Wir fangen jetzt mal mit dem hier an. Da habe ich einmal wieder meinen griechischen Joghurt mit nur 2% Fett mitgenommen. Dann ist der Exquisa Quarkgenuss im Angebot gewesen, der mit 0,2% Fett. Da habe ich einmal den mit Erdbeere mit. Irgendwo habe ich noch einen zweiten. Genau, der zweite ist auch mit 0,2% Fett. Das ist Pfirsich Maracuja. Dann habe ich für den Christoph einmal Joghurt griechischer Art mit Kirsche mitgenommen. Dann durften sechsmal das Buttergemüse mit. Das ist ja eigentlich das einzigste Gemüse, was der Christoph gerne isst. Und wenn ich für ihn koche, dann haue ich meistens ein Paket Buttergemüse mit rein. Und das isst er dann, wenn ich dann Gemüse anfange mit Zucchini, Karotten, Blumenkohl, bla bla bla. Wenn das so als Pfannengericht ist, das mag er überhaupt nicht. Wenn es jetzt zum Beispiel so wie morgen im Blumenkohl einen Auflauf gibt, dann isst er das schon. Aber wenn ich ihm ein Pfannengericht koche, dann mag er nur das Buttergemüse drin. Und das ist auch voll okay so. So, dann habe ich für mich zweimal Kräuterquark mitgenommen. Da habe ich jetzt den normalen mit 20% Fett, weil den anderen, den mager Kräuterquark gab es nicht. Dann habe ich einmal Milchschnitte mitgenommen. Dann durfte ich zweimal Butter mit. Da habe ich vom Lidl jetzt die Eigenmarke genommen. Dann ist der Buko Frischkäse im Angebot gewesen. Da habe ich einmal Gartenkräuter und einmal den fettreduzierten mit. Dann durfte einmal Skier Natur mit. Dann habe ich zweimal Schokofresh mitgenommen. Ach so, dann habe ich zwei Avocados mit. Bei denen habe ich festgestellt, die hier so verpackt sind, schmecken wesentlich besser als die man im Netz kaufen kann, wo man für 4-5 Stück drin sind. Ich finde, die schmecken überhaupt gar nicht. Und auch die Farbe ist dann immer so dunkelbraun und das mag ich ja gar nicht. Und ich habe ja die Avocado-Liebe vor kurzem entdeckt für mich. Genau. Dann habe ich einmal den 8-10er-Pack Eier mit. Dann habe ich einmal fürs Wochenende jetzt Aufbackbrötchen mit. Dann durften zweimal die Beutel für den Biomüll mit. Dann habe ich einmal Mayonnaise mit. Dann, Moment, ich muss mal schnell das Zeug raus tun. Oh, das ist alles so nass. Da ist noch der zweite Skier. Dann habe ich, genau, dann ist High Protein im Angebot von Dr. Edgar gewesen. Da habe ich jetzt zweimal für mich Schoko mit. Dann habe ich zweimal von Vanille High Protein mitgenommen. Dann habe ich für den Christoph zweimal Schokopudding und zweimal den Vanillepudding mit. Und für die Kinder habe ich wieder Müsli, weil die haben jetzt ihr gesamtes Müsli aufgegessen. Da habe ich jetzt zweimal das Knuspermüsli weniger süß. Und einmal noch ein Camembert, der fettreduziert ist. Dann durften einmal
Moment, ich muss mal schnell. Die sind nämlich rausgefallen. Ach Mist. So. Dann habe ich einmal Erdbeeren mit. Dann habe ich drei Kiwis mit. Ein Paket Äpfel. Dann habe ich sechsmal von den Nashi-Birnen und eine Baby-Wassermelone mit. Da haben die Kinder mich nämlich darum gebeten, sie möchten endlich mal eine Wassermelone essen. Und dann habe ich mir gedacht, nehme ich die mit. Genau, weil die ganz große wäre zwar verhältnismäßiger günstiger gewesen, aber ich finde dann so ein 5-6 Kilo Teil ist halt schon riesengroß, deswegen habe ich jetzt lieber die Babymelone mitgenommen. Genau. Ein kurzes Update noch zu mir. Ich habe euch ja letzte Woche oder diese Woche bin ich beim Psychiater gewesen. Genau diese Woche. Durch das, dass gestern Feiertag war, denke ich, dass heute Montag ist. Diese Woche Montag bin ich ja beim Psychiater gewesen und dann sind ja drei Medikamente sofort abgesetzt worden, wo der Arzt schon zu mir, also wo der Psychiater schon zu mir gesagt hat, in den ersten 2 Wochen kann es sein, dass ich mit Kopfschmerzen zu kämpfen habe und dass ich mit Stimmungsschwankungen zu kämpfen habe. Was ich extrem merke, ist, dass ich Kopfweh habe. Das habe ich, also die Kopfweh ist, dass ich die hauptsächlich in der Früh habe, wenn ich aufstehe. Genau. Ich habe jetzt noch mir ist ja ein zusätzliches Medikament von ihm ja jetzt noch einmal verschrieben worden, weil ich ja was für die Nacht brauche, wo ich gedanklich ein bisschen runterfahren kann. Und da merke ich schon, dass ich dass das schon echt auch ein krasses Medikament ist, obwohl ich die unterste Dosis kriege, weil ich merke, dass ich in der Früh immer noch recht lang brauche, bis ich ja mal so in Gang komme. Und weil er hat zwar gemeint, es kann sein, dass ich keinen Überhang in der Früh habe, aber es kann natürlich sein, dass ich einen Überhang von dem Medikament in der Früh habe. Und das merke ich, dass ich das habe. Ich habe mir jetzt auch vorgenommen, nächste Woche Montag beginnt ja bei uns wieder die Schule. Das heißt, dass auch für mich wieder der normale Alltag ist. Und ich muss für mich jetzt versuchen, dass ich eben eine neue Alltagsroutine finde, weil ich merke einfach durch das Absetzen der Medikamente und durch das neue Medikament, dass mein Kreislauf da ganz schön zu kämpfen hat und es schlaucht mich auch sehr. Auf der Waage merke ich noch nichts, was aber auch klar ist. Also das Medikament habe ich jetzt seit 4 Tagen nicht mehr genommen. Das heißt, so schnell, denke ich, ändert sich da nichts. Aber wir werden sehen, genau. Ich werde euch auf jeden Fall nächste Woche ein bisschen mitnehmen, wenn ich neue Routinen für mich lerne. Genau, ansonsten würde ich euch gerne sagen, dass ich für mich beschlossen habe, dass ich ganz spontan vlogge, so wie es mir an dem Tag geht. Weil ich merke, wenn ich mir zu viel vornehme, dass ich sage, ich möchte jetzt jeden Tag einen Vlog machen, Gesundheit, das merke ich, dass mir das ein bisschen Stress macht. Und deswegen habe ich für mich beschlossen, ich werde keine Daily Vlogs mehr machen, sondern ich versuche so 2 bis 3 Mal die Woche einen Vlog zu machen. Und ich denke, das ist auch für, das, so nimmt es mir auch den Stress raus, weil das ist ja nicht nur das Filmen, sondern das Video muss ja dann auch noch geschnitten werden.
und so weiter. Thumbnail muss erarbeitet werden. Und das braucht halt auch jeden Tag viel Zeit. Und deswegen für mich, dass ich mir den Stress rausnehme, habe ich für mich beschlossen, okay, ich werde es jetzt ab sofort so machen, dass ich keine Daily Vlogs mehr mache, sondern dass ich so 2 bis 3 Mal oder auch 4 Mal die Woche, wo ich 1, 2, 3 Tage zu zusammengefasst filme. Und so ist für mich auch der Stress raus und der Druck raus. Und genau, vor allem, weil jetzt ja die Schule nächste Woche wieder anfängt, der Christoph dann auch wieder ganz normal beim Arbeiten ist. Und ich für mich eben jetzt auch eine Routine wiederfinden muss, weil die letzten 2 Wochen war es so, dass ich ja jeden Tag lange geschlafen habe. Jetzt, wo ich die Medikamentenumstellung habe, merke ich, dass ich noch mehr Schlaf wie vorher brauche. Und der Christoph weckt mich jeden Tag zwischen 9 und halb 10. Und so lange habe ich halt noch nie geschlafen. Also ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass ich mal so lange bis um 9 Uhr geschlafen habe. Deswegen ist auf jeden Fall für mich dann für nächste Woche neue Routinen finden. Und da werde ich euch auf jeden Fall mitnehmen. Genau. So, ich verräume jetzt das ganze Zeug und würde sagen, wir sehen uns später noch einmal. So, ich habe jetzt alles weggeräumt und habe gerade gesehen, ich habe euch vom Lidl-Einkauf vergessen, das Nutella-Glas zu zeigen. Das gab es für 5,99 € und da ist ein Kilo drin. So, jetzt zeige ich euch das, was ich noch im Teddy geholt habe. Das habe ich einmal für die Kinder so zum Knabbern, diese bunten Dinger da, die da, wenn ich die sehe, erinnern die mich an meine Kindheit. So, dann habe ich einmal Grillschalen mit. Dann habe ich einmal so ein Strickgarn mit in so verschiedenen Rosa und Orange Tönen. Dann habe ich, oi, wieso geht es weg? Wieso fällt es hier raus? Egal, dann habe ich mir einmal so ein Pinselset mitgenommen. Die habe ich mir allerdings jetzt für zum Nägelmachen geholt, weil die sind so schön von der Form und auch so schmal, sodass ich mir auch da mal ein Muster schön drauf malen kann. Dann habe ich mir aus der Bastelabteilung nochmal so ein Set mitgenommen, wo auch Pinsel drin sind und auch so diese kleinen, ich weiß gerade nicht, wie man das nennt. Auf jeden Fall sind diese Dinge, also dieses Teil hier, diese Spitzen ganz gut, wenn man sich den Lack drauf macht und am Rand es dann wegmacht. Ja, Leonie? Dankeschön. Tu es bitte auf den Tisch legen. Genau, das habe ich mir auch zum Nägel machen geholt. Dann habe ich von Christoph einmal so Mäuse. Speck kenn ich das noch, so Marshmallows mitgenommen. Dann habe ich für mich noch eine Haarspange mitgenommen, so mit Glitzer, die fand ich ganz süß. Und dann habe ich für mich nochmal Wolle mit, diese Farbe. Und zwar möchte ich mir davon so eine Art Schal stricken, aber ein Schal, der breit ist und den man auch ein bisschen über die Schultern werfen kann. Genau, da hatte ich voll Lust, das zu machen. Und genau, und dann habe ich mir noch einen Aquarellmalblock mitgenommen. Muss jetzt nur noch gucken, wo ich Aquarellmalstifte finde, weil ich habe mich gestern daran erinnert, dass ich, wo ich letztes Jahr in der Tagesklinik war, da habe ich das, da bin ich ja auch in der Kunstgruppe und in der Aquarellmalereigruppe gewesen.
Und es war so schön und ich kann mich noch dran erinnern, wie entspannt mich das hat, dieses Malen, gerade das, wo ich das Aquarellmalen gemacht habe. Das hat mich so entspannt und so runtergebracht und da habe ich mir jetzt gedacht, komm, ich mache das jetzt nochmal und wenn ich nur ein oder zwei Bilder davon male, aber dass ich einfach ein bisschen was tue, was auch mir wieder Spaß macht. Genau. Apropos Haarspange, ich werde jetzt nächste oder übernächste Woche zum Friseur gehen, weil ich empfinde, dass die Haare jetzt gerade zu lang sind. Die sind ja extrem lang. Erstens mal merke ich, dass die Spitzen total kaputt sind. Also ich denke, ich werde auf jeden Fall so ein Stück abschneiden müssen. Oder so ein Stück. Aber ich habe irgendwie, habe ich Lust, dass ich mich da hinsetze und dem Friseur sage, so, und jetzt machen Sie bitte das, wo Sie denken, was mir steht. Also, ihr weiß, irgendwie hätte ich, weil hier ganz allein, wenn ich jetzt hier diese Banane mache, die sind so lang, dass ich die dann jedes Mal irgendwie umwickeln muss, damit die Haare alle drin sind. Und das ist, was mich momentan einfach ein bisschen nervt, weil die Haare eine Haarlänge haben, die mir jetzt gerade einfach zu lang ist. Und da möchte ich einfach ein Stück abschneiden und da. Genau, und da merke ich einfach, dass ich da einfach gerne ein Stück abschneiden lassen möchte. Und mal gucken. Genau, ich habe mir zwar überlegt, dass ich das wieder selber mache, weil ich in den letzten 4 Jahren oder 5 Jahren mir immer selber die Spitzen geschnitten habe. Aber da es doch ein ganzes Stück ist, was runter muss, weil es jetzt nicht nur die Spitzen sind, sondern weil die Spitzen schon, oder das unten, die Haare ganz unten schon sehr trocken sind und da nutzt auch keine Pflege mehr, dass ich vielleicht doch mir das gönne und zum Friseur gehe. Genau. Ich weiß es gar nicht, ob heute noch was kommt. Also die Kinder beschäftigen sich gerade selber, also da brauche ich nichts machen. Und nein, die sind nicht den ganzen Tag im Zimmer. Die werden auch nicht weggesperrt für die letztes Mal geschrieben haben, die Kinder sind den ganzen Tag im Zimmer, die dürfen nie rauskommen. Erstens mal ist das der größte Schwachsinn, den es gibt, weil ich denke, man kann noch in den Videos oft genug die Kinder sehen und an den Tagen, wo man die Kinder nicht in den Videos sieht, ist es an den Tagen, wo die Kinder in der Schule sind. Ich kann ja schlecht mit der Kamera zur Schule rennen, die Kinder schnell im Unterricht filmen und sagen so, tschüss, ich gehe wieder. Gell? Also so rein vom Denken her. Aber wir wissen ja, Denken ist nicht für jeden Menschen leicht. So. Ja, gut. Ich sag nichts. Deswegen denke ich, ich beende den Vlog. Ich nehme euch auf jeden Fall nächste Woche mit, wenn ich versuche, mir wieder Routinen zu schaffen. Und ich möchte mir am Wochenende auch schon wieder Nägel machen. Das Schöne ist ja, dass ich das Nagelset ja selber habe, dass ich mir so oft Nägel machen kann, wie ich will, weil ich bezahle ja nichts dafür. Und das macht mir auch so viel Spaß und so schön die Farben sind. Aber irgendwie möchte ich gern was anderes haben. Zumal ich ja jetzt die ganzen Dinger. Genau, so. Ich bedanke mich bei dir, dass du zugeschaut hast. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, würde ich mich sehr freuen, wenn du es tust. Ich wünsche dir
einen ganz, ganz tollen Tag, ein ganz entspanntes Wochenende. Am Wochenende, denke ich, werde ich euch nicht groß mitnehmen, weil wir ehrlich gesagt überhaupt gar nichts geplant haben. Essensmäßig haben wir auch gesagt, dass es morgen am Samstag den Blumenkohlauflauf gibt für mich und die Kinder. Und der Christoph isst heute den Rest von dem, was er zur Arbeit mitgenommen hat. Und am Sonntag werden wir grillen. Grillen tun wir ja, ist ja bei uns so, dass wir ja in einem Mehrfamilienhaus wohnen. Und da ist es ja sowieso so, dass man nicht mit offenem Feuer oder mit normalem Gas- oder Kohlegrill grillen darf. Man darf schon, nur da muss man sich jedes Mal die Genehmigung von der Hausverwaltung und von den Nachbarn holen. Und wir haben gesagt, wir wollen so, dass wir sowieso nicht mit Kohle grillen wollen, mit Holzkohle grillen wollen. Deswegen dass wir uns wieder so einen Elektrogrill geholt haben. Und das Schöne ist, dass ja auch bei jedem Wetter dann gegrillt werden kann, weil der Grill steht ja draußen. Wir haben ja die Überdachung vom Balkon. Und deswegen ist ja das Schöne, dass wir auch bei Regenwetter grillen können. Und dieses Mal haben wir gesagt, weil wir auch gestern wieder gegrillt haben, was glaube ich in dieser Saison jetzt das vierte oder fünfte Mal war, aber ich habe gesagt, wenn wir grillen, dann müssen wir uns jetzt irgendwelche anderen Salate überlegen, weil Nudelsalat und Kartoffelsalat, das hängt mir gerade sonst wo. Deswegen haben wir beschlossen, dass wenn wir grillen, dass wir dann entweder so Pommes im Airfryer machen oder dass wir so Ofenkartoffeln mit Quark dazu machen, irgendwie so. Aber ansonsten haben wir nicht viel geplant, weil die Kinder dürfen morgen noch ihre Zimmer in Ordnung bringen. Die Schulranzen müssen kontrolliert und gepackt werden. Die Sportbeutel müssen gepackt werden, weil ja ab Montag wieder Schule ist. Aber ansonsten haben wir gesagt, dass wir nochmal uns ein schönes, entspanntes Familienwochenende haben, weil der Christoph auch endlich wieder das Wochenende frei hat. Der hat jetzt die letzten 3 Wochenenden gearbeitet, genau, und da freuen wir uns, dass wir jetzt einfach mal wieder ein ganzes Wochenende als Familie haben und genießen das und genau. So, wie ich am Anfang schon gesagt habe, werde ich das ja ab nächster Woche so machen, dass ich nicht mehr jeden Tag in Daily Vlog mache, sondern dass ich so zwei, drei Tage filme und es dann hochlade, einfach um mir auch den Druck rauszunehmen und den Stress, weil das macht mir immer noch sehr viel Spaß, muss ich wirklich sagen. Aber was halt ewig viel Zeit braucht, ist, wenn du schneiden musst, dann muss es exportiert, also dann ist es ja, dass es im Programm exportiert werden muss, dann muss es bei YouTube hochgeladen werden und so weiter. Und das braucht jeden Tag 2 bis 3, 3, 3,5 Stunden. Und es ist halt schon verdammt viel Zeit. Und da habe ich für mich jetzt gesagt, okay, egal welches Video ich schneide, ich brauche ja immer 3 bis 3,5 Stunden. Und dann mache ich das jetzt so, dass ich das so an 2 bis 3 Tagen Film zusammenfüge und euch dann zur Verfügung stelle. Genau. Ich bedanke mich nochmal, dass ihr zugeschaut habt. Ich weiß gar nicht, ob ich euch ein schönes Wochenende gewünscht habe. Deswegen wünsche ich euch ein ganz schönes, entspanntes Wochenende. Ich hoffe, dass bei euch das Wetter besser ist. Könnt ihr mir gern in die Kommentare reinschreiben, wie bei euch das Wetter ist. Bei uns in Bayern regnet es wie Sau. Also ganz schlimm und auch der Wetterbericht sagt, dass es die ganze nächste Woche regnen soll. Also nicht sehr schön. Genau.
Ich würde sagen, ich beende jetzt den Vlog. Ich hör auf zu quatschen und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.